Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video reden wir über das gestrige Live-Event und über den Vanguard-Trailer und über weitere Informationen zur Beta, Vorbestellerbonus und so weiter und so fort und was wir alles in Vanguard im Multiplayer, aber auch in der Kampagne erwarten können, aber auch, was wir in Warzone bekommen. Also, lehnt euch zurück, liked das Video und abonniert auch meinen Kanal für mehr Call of Duty-Videos in der Zukunft. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem gestrigen Live-Event. Der Hype war ja wirklich sehr, sehr krass gestern beim Live-Event. Dann sind wir zu viert reingegangen in das Live-Event und man musste diesen großen gepanzerten Zug abballern die ganze Zeit und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis man den Zug dann im Endeffekt zu Fall gebracht hat. Wir waren zu viert drinne. Insgesamt gab es 32 Leute, die da beim Live-Event drinne waren und wir waren in einem Vierer-Squad und wir haben alle zusammen auf den Zug geschossen. Das war wirklich komplettes Chaos. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Es war wirklich richtig geil. Die ganze Zeit da mit dem Raketenwerfer drauf geballert. Dann haben Leute die ganze Zeit Muniboxen geschmissen. Wir waren auf dem LKW unterwegs und die Fahrzeuge hatten auch einen Skin aus Vanguard alle drauf. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und am Ende, nachdem wir den Zug zerstört haben, sind ja oben am Himmel diese Flugzeuge aufgetaucht und es waren unendlich viele Flugzeuge und das war wirklich ein legendärer Moment gestern im Live-Event. Danke nochmal an alle, die da waren. Es war wirklich sehr, sehr geil. Nur eins habe ich zu bemängeln und zwar, dass es etwas kurz war. Meiner Meinung nach hätte das noch etwas länger gehen können. Vielleicht hätten wir noch so eine oder sogar zwei so welche Missionen noch gemacht mit anderen Sachen, dass irgendwie Fahrzeuge langfahren, dass wir irgendwie ein Flugzeug abschießen müssen, was gepanzert ist oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall wäre es nice, wenn es noch ein bisschen länger gehen würde. Ansonsten richtig geiles Live-Event. Es hat richtig viel Spaß gemacht und am Ende haben wir den Trailer gesehen zu Vanguard. Meiner Meinung nach ist der Trailer wirklich sehr, sehr geil. Aber wir wissen natürlich alle, COD kann Trailer und COD macht immer geile Trailer normalerweise. Nichtsdestotrotz war es ein geiler Trailer, wie auch zu erwarten war. Richtig nice, hat mich auch wieder gehypt und ich habe mir Vanguard direkt danach natürlich auch vorbestellt. Und jetzt kommen wir zu den Informationen, die wir auch alle zu Vanguard gestern bekommen haben. Und zwar bekommen wir mit dem Release von Vanguard, der Release von Vanguard ist am 5. November, da bekommen wir eine neue, größere Warzone-Map plus ein Anti-Cheat-System, ein neues Anti-Cheat-System für den PC. Das ist offiziell bestätigt worden von Raven Software und das bekommen wir mit dem Release von Vanguard. Call of Duty hat in deren Blogpost noch geschrieben, dass man mit der neuen Map und der Vanguard-Integration in Warzone alle Inhalte, die über den Battle Pass verdient wurden oder im Shop gekauft wurden, erhalten bleiben. Das heißt, die ganzen Sachen, Waffen und so weiter, die wir bekommen haben in Modern Warfare und Cold War, die werden wir alle auch mit der neuen Warzone-Map haben. Die werden alle erhalten bleiben. So muss das natürlich auch sein, sonst wären sehr viele Leute natürlich auch sauer. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir werden auch in Modern Warfare, Warzone, Cold War oder Vanguard unseren Rang oder den Battle Pass leveln können. Weitere Infos zu Vanguard in Warzone und zum neuen Anti-Cheat wird es auch noch bald geben. In Vanguard werden wir übrigens eine optimierte Modern Warfare Engine bekommen. Sie wurde weiter optimiert, um atemberaubende Grafikleistungen zu bieten, die das Spiel noch weiter verbessert. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Vanguard bietet das fortschrittlichste Call of Duty Erlebnis aller Zeiten mit der Warzone Integration und Crossplay. Man kann jetzt auch vorbestellen im PlayStation Store, im Xbox Store und im Battle.net. Ich lasse jetzt einmal ein Video für euch abspielen, wo alles gezeigt wird, was ihr alles bekommt, wenn ihr Vanguard vorbestellt. The whole world is burning. Sometimes the only way to put out the flames. Target locked. Is with more fire. Pre-order Call of Duty Vanguard on digital now. The Ultimate Edition is loaded with content for the ultimate fan. Including the Battle Pass bundle with 20 tier skips, 3 operator skins, 3 weapon blueprints with tracer rounds, access to cross-gen content, and includes 10 hours of double XP to enhance your Call of Duty experience. Pre-order any digital edition, including the standard or cross-gen, and receive early access to the beta, the Night Raid Mastercraft instantly in Black Ops Cold War and Warzone, and the Frontline Weapons Pack. Call of Duty Vanguard, available November 5th. Pre-order digitally now. Wenn ihr die Ultimate Edition vorbestellt, bekommt ihr im jetzigen Battle Pass auch 10 Stufensprünge, was auch ziemlich nice ist. Vanguard wird auch released mit einer Kampagne und 20 Multiplayer-Maps direkt
zum Start. In der Kampagne werden wir den Zweiten Weltkrieg aus vier verschiedenen Perspektiven erleben. Einmal aus der Sicht eines Charakters am Pazifik, einmal an der Westfront, an der Ostfront und einmal aus Nordafrika. Die Main-Charaktere in Vanguard werden sein Arthur Kingsley, Lieutenant Polina Petrova, Captain Wade Jackson und Second Lieutenant Lucas Riggs. Und diese Charaktere werden wir wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg in Vanguard spielen. Und diese Charaktere gab es auch in Real Life. Also diese Charaktere waren damals im Zweiten Weltkrieg sozusagen Helden und haben heldenhafte Dinge vollbracht. Und diese Dinge werden wir dann in der Kampagne erleben, was sich auch ziemlich cool anhört. Und diese vier Charaktere wurden als Special Forces Gruppe nach Berlin geschickt, um das Projekt Phoenix zu identifizieren. Das ist ein Projekt, von dem angenommen wird, dass die Nazis ihre Herrschaft über Hitler hinaus verlängern wollten. Klingt auch ziemlich interessant. Und am 25. August um 20 Uhr werden wir auf der Gamescom noch einen Walkthrough der Kampagne sehen. Das heißt, wir werden noch mehr Gameplay zur Kampagne auf der Gamescom sehen. Von den 20 Multiplayer-Maps übrigens sind 16 Maps 6 gegen 6 Maps. Ja, das ist offiziell bestätigt. 16 6 gegen 6 Maps direkt zum Start von Vanguard, was ziemlich viel ist, wenn wir das vergleichen mit den 6 gegen 6 Maps von den vorherigen CODs, ist das wirklich ziemlich viel und sehr nice. Die vier anderen Maps sind für den neuen Modus Champions Hill. Das ist eine Mischung aus Battle Royale und Feuergefecht. Diesen Modus habe ich ja in meinem letzten Video schon erklärt. Du kannst hier 1 gegen 1, 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 spielen. Und einer der neuen Multiplayer-Funktionen ist auch das Combat Pacing. Hier kannst du zwischen drei verschiedenen Pacing- bzw. Tempo-Optionen auswählen. Einmal taktisch, Standard und Blitz. Das taktische Spiel ähnelt dem Hardcore-Modus aus den vergangenen CODs. Standard ist einfach der ganz normale Multiplayer-Modus, den wir auch aus vergangenen CODs natürlich kennen. Und Blitz ist super actionreich und hier werden so viele Spieler wie möglich auf eine Map gepackt. Und es soll wohl pures Chaos und Spaß bringen, diesen Modus zu spielen. Naja, werden wir sehen. Am Sonntag, diesen Sonntag übrigens, um 20.30 Uhr könnt ihr auch CDL Champs gucken. Auf YouTube wird es dann Livestream geben und wenn ihr diesen Livestream schaut, bekommt ihr Beta-Codes für Vanguard als Belohnung für das Gucken des Streams und es gibt insgesamt 25.000 Beta-Codes, die dort verlost werden. Wenn du einen durch einen Drop bekommen hast, bekommst du sogar noch einen Beta-Code oben drauf, den du dann einem Freund schenken kannst. Wenn ihr einen Code bekommt, werdet ihr auf callofdutyleak.com oder in der Call of Duty Companion App benachrichtigt, dass ihr einen Code bekommen habt. Dazu müsst ihr nur euren COD-Account mit eurem YouTube-Account verlinken. In der Beschreibung habe ich einen Link reingepackt, wo das beschrieben worden ist, wie ihr das macht. Und für alle, die es nicht wissen, CDL Champs ist die Competitive-Szene in COD, wo die besten Spieler der ganzen Welt gegeneinander antreten und am Ende einen Preis bekommen, beziehungsweise der Gewinner einen Preis bekommt. Die Beta-Accounts sind begrenzt, das heißt, nur 25.000 sind bereitgestellt und wenn der Stream am Sonntag um 20.30 Uhr startet, seid bereit, wenn es losgeht. Der Link zum Stream ist ebenfalls in der Beschreibung. Kommen wir jetzt zu Vanguard Zombies und zwar ist Treyarch hier der Hauptentwickler und die Geschichte des Dunkeläthers aus Cold War wird hier vorgesetzt. Den ersten Einblick in den Zombie-Modus werden wir wahrscheinlich an Halloween bekommen, wo wir eventuell auch wieder ein Halloween-Event in Warzone bekommen werden. Das Halloween-Event letzten Jahres war ja wirklich sehr geil. Da kann eigentlich niemand was gegen sagen. Das Halloween-Event war wirklich richtig geil und ich hoffe, dass wir auch wirklich da wieder anknüpfen können und dass es wieder ein extrem geiles Halloween-Event gibt, wo wir das erste Mal Vanguard-Zombies sehen werden. Darauf freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon. Es sieht auch so aus, als ob Vanguard 270 GB groß sein wird, aber das zusammen mit Warzone und Vanguard alleine soll 175 GB groß sein. Macht auf jeden Fall schon mal Platz auf eurer Festplatte. Guckt, was ihr löschen könnt, damit ihr Vanguard installieren könnt und herunterladen könnt. Das ändert sich wahrscheinlich nie in COD, dass die Dateigröße des neuen CODs immer extrem groß ist und das wird wahrscheinlich immer so bleiben. Und kommen wir jetzt nochmal zu Warzone. Raven Software hat gestern nochmal gepostet, was wir nächste Woche und übernächste Woche in Warzone bekommen werden an Playlist. Und zwar kommt Buyback zurück. Rückkauf werden wir nächste Woche für Solos, Duos, Trios und Quads bekommen am Donnerstag. Das heißt nächste Woche Donnerstag am 26.
Und übernächste Woche, mit dem 2. September, bekommen wir eine Playlist, die geheim heißt. Ich weiß nicht, was wir in dieser Playlist bekommen, keine Ahnung. Und was ich nochmal sagen wollte, was mir gerade noch einfällt, ist, dass wir ja momentan überall in Warzone diese Container rumstehen haben, die extrem laute Geräusche machen. Ich dachte jetzt, die werden vielleicht eingesetzt bei dem Live-Event zu Vanguard. Dies war ja aber nicht der Fall. Und keine Ahnung, warum diese Container jetzt da rumstehen. Vielleicht in der neuen Playlist, die geheim heißt, vielleicht werden die da irgendwie mit eingebunden oder sowas. Ich weiß es nicht. Und bald bekommen wir auch noch das Mid-Season-Update, wo wir nochmal anscheinend laut den Leaks zumindest ein neues Live-Event bekommen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich bekommen werden, aber das Mid-Season-Update bzw. das Zahlen-Event müsste eigentlich auch noch kommen demnächst. Ja, Leute, das war es jetzt mit den Infos. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit den Infos zu Vanguard. Falls dies der Fall ist, liked doch gerne das Video, würde mich extrem freuen und abonniert auch gerne meinen Kanal für mehr Call of Duty Infos und News auch in der Zukunft und vor allem auch zu Vanguard. Darüber werde ich wahrscheinlich sehr, sehr viele Videos machen. Ja, Leute, war ein sehr, sehr geiler Tag gestern. Korrekt, dass ihr alle auch im Livestream da wart. Ich bin heute auch wieder live um 17 Uhr. Kommt da gerne rein. Der Link ist in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.